Herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Nimmervoll. Ich bin Innenpolitikredakteurin bei der Tageszeitung Der Standard und ich freue mich, Sie heute hier bei Europa im Diskurs begrüßen zu dürfen. Dieses Europa sah vor 30 Jahren noch ganz anders aus. Es ging ein buchstäblicher Riss hindurch, der sogenannte Eiserne Vorhang, der sich von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer zog. Im Frühjahr 1989 bekam er erst die Löcher und bis zum Jahresende waren der Vorhang und eine Reihe alter Regime dahinter Geschichte. In welcher Verfasstheit Europa heute ist, 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, darüber wollen wir jetzt reden und ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Ich beginne mit Erhard Buseck. Er blickt auf eine lange politische Karriere zurück, die ich nur exemplarisch skizzieren werde. Er ist Jurist, er war ÖVP-Obmann. Er war Vizekanzler der Republik, er war Wissenschaftsminister, aber auch für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten. Und seit einem Vierteljahrhundert widmet er sich einem seiner Herzensprojekte, nämlich als Vorsitzender des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. Herzlich willkommen. Ludger Hagedorn ist Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Er leitet dort das Jan Patočka-Archiv, kümmert sich also um Nachlass und Edition der Arbeiten des bedeutendsten tschechischen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Ludger Hagedorn hat in Berlin Philosophie und Slawistik studiert und viele Jahre in Prag gelebt und wissenschaftlich gearbeitet, unter anderem an der Karls-Universität. Schön, dass Sie bei uns sind. Basil Kerski wurde in Danzig in eine polnisch-irakische Familie geboren und kam mit 10 Jahren nach Berlin, wo die Familie politisches Asyl bekommen hat. Er hat an der Freien Universität Politikwissenschaft und Slawistik studiert und leitet seit 2011 das Europäische Solidarność-Zentrum in seiner Geburtsstadt. Er ist außerdem Chefredakteur des deutsch-polnischen Magazins Dialog, das sich als deutsch-polnische Agora in der Mitte Europas versteht. Herzlich willkommen in Wien. Noemi Kisch kommt aus Budapest zu uns und ist, wie die FAZ einmal über sie geschrieben hat, eine neue, aufregende Stimme im Männergesangsverein der ungarischen Literatur. Sie studierte Hungarologie, Literaturwissenschaft und Soziologie. Ihre Promotion, eine Arbeit über Paul Celan, führte sie an die Universität Konstanz. Über ihr erstes Buch, Was geschah, während wir schliefen, hieß es in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, das sei ein Stück moderner Literatur im besten Sinne, weil darin Wirklichkeit nicht kopiert, sondern sich an ihr gerieben werde. Ihr jüngstes Werk heißt Dürre Engel und verhandelt Tabuthemen wie Gewalt in der Ehe und Kinderlosigkeit in ganz außergewöhnlicher Weise. Große Leseempfehlung. Herzlich willkommen. Radek Knapp ist ebenfalls Schriftsteller. Er wurde in Warschau geboren und ist dort bei seinen Großeltern aufgewachsen, bis er 12 war. Dann musste er, gegen seinen Willen, nach Wien übersiedeln, wo seine Mutter bereits gelebt hat. Hier studierte er dann Philosophie und folgt dann seiner eigentlichen Berufung, nämlich Bücher zu schreiben. Zum Beispiel Papiertiger, Der Gipfeldieb oder Gebrauchsanweisung für Polen. Herrn Kukas Empfehlungen haben Sie vielleicht nicht nur gelesen, sondern auch im Kino als Film gesehen. Und zuletzt legte er mit Der Mann, der Luft zum Frühstück aß, eine humorvolle Migrationsgeschichte vor, in der wir den gebürtigen Polen Valerian bei seinem Prozess des Heimatfindens begleiten können, unter anderem, wenn er als Heizungsableser durch Wiener Gemeindebauten zieht. Auch hier wärmste Leseempfehlung. Willkommen, Radek Knapp. Ausgehend von der Frage, was blieb von 1989, möchte ich mit Ihnen in einer schnellen ersten Runde
ein Puzzle zusammenstellen, nämlich welches Bild, welcher Moment, welche Szene aus 1989 ist Ihnen persönlich am stärksten in Erinnerung geblieben? Sie haben dieses Jahr in unterschiedlichen Lebensphasen und an unterschiedlichen Orten erlebt. Frau Kisch, Sie waren damals 15 Jahre alt. Wenn Sie 30 Jahre später an 1989 denken, welches Bild taucht zuerst auf? Ja, erstmal danke für die Einladung hier nach Wien. Also drei Bilder ganz kurz. Erst, dass wir nach Wien fahren durften. Also das ist, eiserne Vorhang gab es nicht mehr und das ist für mich ein großes Ereignis gewesen, weil ich einen Teil meiner Familie auch in Österreich gehabt habe, also nicht hier in Wien, sondern in Graz. Und das andere, dass meine Großmutter wieder gesund geworden ist, weil sie sehr froh war, dass der eiserne Vorhang fiel und sie war sehr krank, also auch psychisch könnte man das sehr, vielleicht sehr, sehr einfach nachvollziehen, dass es solche Grenzen, also wie ein Gefängnis, also das tut auch psychischen Nachwirkungen und das, ich erinnere mich, dass sie aus dem Krankenhaus gesund nach Hause gekommen ist, weil sie im Radio gehört hat, dass die DDR-Leute eigentlich nach Wien DDR-Flüchtlinge hatten wie in Budapest. Auch meine Eltern, ihr hatten auch selbst, meine Familie hatten DDR-Flüchtlinge am Balaton und wir haben sie auch begleitet. Also das ist schon drei Gründe, also warum ich bis heute sehr dankbar bin und ich bin sehr froh. Also und später konnte ich natürlich in Westeuropa auch studieren, was mir sehr viel beigebracht hat. Und, ja. Herr Busseck, wie ist 1989 in Ihren Erinnerungen am stärksten verankert? Welches Bild kommt als erstes in Liebe Frau Nimmervoll, es ist eigentlich insofern stark verankert, als ich mich ja vor 1989 schon bemüht habe, Gruppen auf der anderen Seite des Eisernen Vorhanges zu helfen, mehr Demokratie zu haben und aus diesem System herauszukommen. Wobei ich Ihnen gestehe, ich habe nie im Leben geglaubt, dass 1989 so bald passiert. Das war eine der angenehmen Überraschungen und ich bin immer ganz begeistert, wenn ich heute Bücher lese, wo Analytiker nachher schreiben, dass sie es vorher immer schon gewusst haben. Sie haben es uns aber nie erzählt, das muss man auch ganz deutlich sagen. Insofern war ich mittendrin und ich möchte stattdessen eigentlich anekdotisch drei Dinge erzählen, die das auf eine gewisse Weise wiedergeben. Der erste Bereich ist in dem Fall Ungarn, die infolge der Angst, ein neues 1956 Budapest zu erleben, irgendwie more soft waren in der Verhaltensweise. Ich war Teilnehmer der zweiten Generalversammlung des Magyar Demokrata Forum in Esztergom, wo es um die berühmten Kraftwerke entlang der Donau gegangen ist. Gabcikow und Nagy Maros hier und durfte da ein Referat halten, weil wir Heimburg-Erfahrung hatten. Also auch Dinge, die schon fast vergessen sind. Und hier kam es zu einer Kooperation, die in einer schlichten Formel ausgedrückt wurde. Wir bekämpfen Hein Maros und Nordsburg, wobei die Symbolik von Nagy Maros darin liegt, dass es eigentlich dort liegt, wo Visegrad ist, die berühmte Burg und damit namensgebend für eine Gruppierung heute. Erster Teil. Der zweite Teil meiner Erinnerung daran hat komischerweise mit dem Institut für die Wissenschaften von Menschen zu tun. Es gab aufgrund der Gründungsgeschichte dieses Instituts über Einladung von Papst Johannes Paul II. Die berühmten Gespräche in Castel Gandolfo. Im August 1989 waren wir dort mit einer starken polnischen Vertretung. Der herausragendste politische Kopf in der Gruppe war Bronisław Geremek. Und das, was ich sehr bewundert habe, Bronisław hat ständig mit Warschau telefoniert und der Heilige Vater hat ständig mit Warschau telefoniert. Ich habe keine Übersetzung bekommen, aber ich glaube, dass einige Regieanweisungen hier durchaus hier passiert sind. Und zwar an Tadeusz Mazowiecki, der hier eigentlich der politische Kopf war. An die Leute eine Nebenbemerkung, erinnert man sich zu wenig. Wenn Sie in das Museum des Herrn Kerski gehen, sehen Sie überall Lech Wałęsa, aber hinter zwei Personen. Das ist der Tadeusz Mazowiecki und Bronisław Geremek, die wirklichen Ratgeber. Kleine Nebenbemerkung, die wirklichen Figuren,
vor 89, die man dann als Dissidenten bezeichnet haben, werden eigentlich heute viel zu wenig gewürdigt, denn sie waren eigentlich wahnsinnig tapfer. Das muss also hier in aller Deutlichkeit gesagt werden. Das sind meine Erinnerungen sozusagen hintereinander, wobei, und das ist meine letzte einleitende Bemerkung, wir überhaupt bis heute nicht begriffen haben, dass uns durch die Ereignisse Europa wieder geschenkt wurde. Europa hat es vorher, ich darf das als ein etwas älteres Semester sagen, eigentlich gar nicht gegeben. Es gab Westeuropa, okay, Europa, aber eigentlich die Amerikaner und dergleichen mehr. Und dann natürlich die Russen, wie man hierorts sagte, also das sowjetische Imperium und so weiter. Aber eine gesamthafte Vorstellung von Europa hat eigentlich nicht existiert. Damit ist gleichzeitig eine positive Stellungnahme zu den Ereignissen von damals gegeben und gleichzeitig auch eine Fehlanzeige, dass wir es nachher nicht verstanden haben, das Gesamthafte in Europa wirklich in den Griff zu bekommen. Darüber werden wir noch reden. Zuerst möchte ich Herrn Kerski noch fragen, welches Bild symbolisiert für Sie das Jahr 89? Sie haben das angedeutet, ich habe 89 in Berlin, im Westen Berlins erlebt. War damals 20 Jahre alt, Sie können sich vorstellen, das ist ein einschneidendes Erlebnis geworden. Ich will ein paar Dinge hervorheben. Also zunächst einmal war es für mich das ganze Jahr das Leben in zwei widersprüchlichen Realitäten, denn ab Januar, Februar haben wir vor allem in Ungarn und Polen eigentlich schon Freiheit. Wir treffen uns heute am 30. Jahrestag des Runden Tisches in Warschau, der vollkommen vergessen ist. Das war ein globales Ereignis, denn die Weltpresse war da. Wer setzte sich an den runden Tisch? Die verbotenen Feinde des Kommunismus, Leute, die eigentlich illegal waren, Lech Wałęsa, seine Berater, Mazowiecki, Geremek. Auf der anderen Seite diejenigen, die sie noch vor ein paar Jahren eingesperrt haben, das Kriegsrecht eingeführt haben, General Kisztak, eigentlich ein Verbrecher. Das bedeutete auch Reisefreiheit schon. Das heißt, ich reiste durch Ostberlin, durch die DDR im Frühjahr 89 in einem Staat, der ziemlich stabil schien, übrigens auch dank Westunterstützung, Subventionen durch die Bundesregierung, die an Stabilität interessiert war, auch an Stützung dieses Status quo. Und ich dachte mir, was ist das für eine Welt? Diese schrecklichen Grenztruppen, die mit enormer Aggressivität vor allem polnischstämmige durchsuchen, weil sie hatten Angst vor dem Wind der Freiheit. Und es war nicht klar, was bringt eine Veränderung in einem Land wie Polen, was ja umzingelt ist von Sowjettruppen. Insofern lebte ich auf der anderen Seite, reiste im Sommer nach Polen, ins vollkommen freie Polen, wie in Ungarn auch. Wir hatten schon freie Wahlen, aber es änderte sich noch nichts. Und dann kam doch überraschend die Beschleunigung der Mauerfall in Berlin. Und ich will darüber erzählen, weil ich habe den Eindruck, die Stimmung war eine sehr kluge, sehr viel Euphorie. Also für mich als Westberliner, endlich konnte ich in einer normalen Stadt leben, frei atmen. Ich hatte eigentlich davor Lust wegzuziehen. Ich wollte in dieser eingesperrten Stadt nicht leben, die für Beamten attraktiv war, für subventionierte Westbürger attraktiv war, aber nicht für junge Leute. Und endlich lebten wir in einer normalen Stadt. Übrigens Kultur, Theater war wichtig. Das DDR-Theater war am Ende der DDR großartig. Das war eigentlich der Ort der Freiheit, großartige Heiner-Müller-Inszenierung. Also das war die Erinnerung an den Frühjahr dann 90. Aber was interessant war, Euphorie, aber in den Gesprächen der Bürger auf Berliner Straßen ein Gefühl der Verantwortung, vor allem von Deutschen. Lasst uns Schritt für Schritt ruhig jetzt damit umgehen. Es ist eine enorme Verantwortung, die auf uns lastet. Übrigens in Polen genauso. Auch das Gefühl, etwas grundsätzlich verändern zu müssen, aber gleichzeitig Verantwortung zu tragen für den Frieden in Europa. Deshalb hat Timothy Garton-Ash diese Revolution als Revolution bezeichnet. Eine Mischung, bewusste Mischung aus Reform und Revolution. Ich erzähle darüber, weil ich glaube, das ist eine Atmosphäre, die durchaus heute auch interessant wäre. Also eine Mischung aus Euphorie, Zuversicht, aber auch Angst, dass egoistisches Verhalten, das eine sehr enge Perspektive Gefahren mit sich bringt. Also das war keine Zeit der Naiven, nur Träumer. Das war eine Zeit vieler kluger Menschen, die Herr Buzek genannt hat,
die versucht haben, Schritt für Schritt Europa zu ordnen, denn es war klar, im Hintergrund ist die Sowjetunion ein sehr, sehr gefährlicher Erosionsprozess. Also eine sehr kluge Zeit, so würde ich sie erleben, und aus dieser Klugheit auch eine enorme Euphorie, auch in der Begegnung zwischen den Menschen auf den Straßen. Herr Hagedorn, woran erinnern Sie sich zuerst, wenn Sie an 1989 denken? Also ich habe diese Zeit wie Basil Kerski in West-Berlin verbracht. Die Nacht der Nächte, die Nacht vom 9. auf den 10. November, habe ich glücklich verschlafen, wie viele andere West-Berliner auch. Am nächsten Morgen war das Erstaunen natürlich groß, als mein Mitbewohner mir sagte, ich bin heute Nacht über die Mauer geklettert. Dann habe ich ihn erstmal ignoriert, weil man Anfang 20 ist, dann möchte man das nicht so richtig zulassen, und er wollte so cool sein, aber er hatte dieses Dauergrinsen und sagte nochmal, ich bin heute Nacht über die Mauer geklettert, und irgendwann wurde das dann eine Realität und er sagte, mach mal den Fernseher an, und dann ging der Fernseher so schnell nicht wieder aus, und es war dann schon sehr beeindruckend, und dieses Ereignis ist natürlich das, was alles überstrahlt. In unserer kollektiven Erinnerung, glaube ich, unglücklicherweise vielleicht auch für einige andere Länder Osteuropas, ist dieser Mauerfall in Berlin ist so das eine Bild geworden. Ich persönlich möchte aber, ich möchte gleich auch noch sagen, warum es vielleicht schön ist, dass einige den Mauerfall verschlafen haben, das werde ich noch kurz am Ende sagen, aber ich persönlich habe noch zwei ganz starke Eindrücke aus diesem Jahr, die für mich in manchen Bereichen, wie sie so in manche Ebenen, die sie berührt haben, vielleicht sogar stärker waren als der eigentliche Mauerfall. Das eine Ereignis liegt anderthalb Monate vor dem Mauerfall, das andere anderthalb Monate danach. Das erste, das ich meine, ist die Szenerie in der bundesrepublikanischen Botschaft in Prag, Palais Lobkowitz, wo sich 4000 DDR-Bürger versammelt hatten, unvorstellbar, auf dem Gelände der Botschaft, 4000 junge Menschen, junge Familien, die dort wochenlang schon ausharrten. Am 30. September 1989 kam Hans-Dietrich Genscher angereist, der damalige bundesrepublikanische Außenminister, mit der diplomatischen Lösung, die er lang ausgehandelt hatte, und hält diese Ansprache, diese Revolution, die wir erlebt haben, ist ja auch eine medial vermittelte, die wurde abends in den Hauptnachrichten, habe ich diese Sendung gesehen, und ich finde es bis heute berührend. Er tritt auf den Balkon. Es gibt diese wackelige Kamera aus dem Nachbarhaus, die das Ganze mitfilmt in der Szenerie der Nacht. Und er sagt, wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise ein brandender Orkan, ein Jubel, alles geht unter. Diese wenigen Worte, aber auch wenn man im Nachhinein weiß, in welch wahnsinnig schwieriger Mission Hans-Dietrich Genscher unterwegs war. Er war schwer krank, nicht nur das, sondern er musste denen anschließend auch noch mitteilen, dass sie, um jetzt in die Bundesrepublik zu gelangen, in einen Zug steigen müssen, der durch die DDR fahren muss. Das war Gesichtswahrung für den DDR-Außenminister, der sozusagen die Souveränität und Handlungsfähigkeit des Staates beweisen musste. Sie wollten den Prozess kontrollieren. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Botschaft, wenn man diese Rede heute sieht. Ich würde sagen, rhetorisches Meisterstück, das sollten wir in Schulbüchern und Schulunterricht analysieren, nicht nur immer Goebbels Sportpalastrede, sondern auch diese großartige Rede von Hans-Dietrich Genscher. Das ist das eine Ereignis, was so unglaublich bewegend war, so viel Anfang, so viel Glück, so viel Euphorie transportiert hat. Und das Ereignis anderthalb Monate später, also anderthalb Monate nach dem Mauerfall vom 9. November, wurde uns am ersten Weihnachtstag fast live, nicht ganz live, fast live und in sehr komischen Farben direkt unter den Tannenbaum geliefert im Fernsehen, und das war die Erschießung von Nikolai und Elena Ceausescu. Und das war der Moment, also ich sprach gerade dieser eine Moment, der diese wahnsinnige Euphorie, diesen ganzen Anfang gehabt hat, und das war der Moment, den ich bis heute auch, der etwas irgendwie ein Befremden, etwas Unheimliches ich empfinde, wenn ich an diesen Moment zurück. Das zu sehen am ersten Weihnachtstag, wo alle an andere Dinge denken, und dann kam diese Erschießungsszenerie. Vielleicht war das politisch opportun und politisch richtig, ich kann das nicht sagen. Sie wollten natürlich damit die Securitate ausschalten. Es kann sein, dass das die richtige Entscheidung war. Aber die Botschaft, die es vermittelt hat, die hatte etwas von einem Fanal, und da hat man ahnen können, nicht alles, was mit diesen Veränderungen zu tun hat, wird harmonisch, glücklich und schön sein. Es gibt da auch ganz große Abgründe, die noch auf uns warten werden. Und ich glaube, dieser Kontrast dieser beiden Bilder ist für mich sehr schön. Und dann sage ich noch ganz kurz, warum es nicht nur ich, sondern viele Westberliner, warum es schön war, dass wir vielleicht gut war, positiv war, dass wir diese Nacht auch verschlafen haben. Stellen wir uns vor, dass diese Revolution, nennen wir sie eine Revolution, dass diese Revolution heute stattfindet,
2 Millionen Westberliner bekommen sofort Push-Benachrichtigungen. 2 Millionen Westberliner eilen an die Mauer. Es kann, glaube ich, niemand mehr rüberkommen. Also es ist gut, dass viele damals das verschlafen haben. Und auch, dass Günter Schabowski, das ist ja auch der, der diese Pressekonferenz gegeben hat, diese legendäre, eine Ironie der Geschichte, die DDR, die so organisierte, angeblich so gut organisierte, geht an Desorganisation unter. Und es war so ein glücklicher Umstand, weil gefallen wäre die DDR ohnehin, aber es war so ein glücklicher Umstand, dass es diese Nacht der Euphorie danach gab, statt eines bürokratischen Prozesses irgendwann am Morgen um 6:30, wo sich DDR-Bürger in Reihe anstellen und dann bürokratisch in den Westen geleitet werden. Also diese euphorische Nacht hat war schon was Tolles und es ist großartig, dass sie so stattfinden konnte. Herr Knapp, Sie waren bei der 89er Wende 25 Jahre alt. Sie hatten die eine Hälfte in Polen verbracht, die andere in Österreich. Sie waren damals mittlerweile 3 Jahre österreichischer Staatsbürger. Welche Szene hat sich am stärksten in Ihr Bewusstsein gebrannt aus diesem Jahr? Naja, also es sieht so aus, als ich der einzige gestandene Wiener eigentlich um diese Zeit in Polen war, von allen hier. Und wirklich gerade in dem Moment, wo diese Revolution stattfand, nennen wir das so, es war meine erste und meine letzte Revolution im Leben, die ich miterleben durfte. Und ich habe immer gedacht, Revolutionen sind laut, es wird geschossen, es wird geschrien. Es war nichts von dem da. Ich war auf der Straße, so wie, ich weiß nicht, bei Hilferstraße, stellen Sie sich das vor. Und dann war irgendwie so ein Moment, wo alle plötzlich, wurde wieder ein Streik ausgerufen und plötzlich sind alle Leute aus den Autos gestiegen, aus den Geschäften gegangen, auf die Straße und sie haben ja auch gar nicht irgendwie gerufen und geschrien. Es war eine sehr feierliche und eine sehr, wie soll ich sagen, eine angenehme Atmosphäre. Es war so ein bisschen wie vor dem Theaterstück, wenn alle ein bisschen immer leiser werden, weil alle warten darauf, bis jetzt jemand Wichtiges durch die Tür kommt. Und es kam aber niemand durch die Tür, sondern plötzlich fing jemand an, ein Lied zu singen auf dieser Straße. Und es war aber kein Revolutionslied oder sowas. Es war ein Weihnachtslied, das die Mütter ihren Kindern vorsingen sozusagen. Und plötzlich sangen alle dieses Lied. Und es war aber natürlich, ja, es war mehr als das. Das Lied war mehr als die Summe seiner Worte, würde ich sagen. Und so dachte ich mir, also wenn alle Revolutionen so von sich gehen, könnte ich locker noch ein paar erleben. Also, auch Polen, wo es eine ganz andere Gemengelage gab als in Ungarn, hat eine recht große Fallhöhe durchmessen seit 1989. Es war jenes Land, Sie haben es vorhin schon angesprochen, das im Februar quasi dieses Schicksalsjahr 1989 eröffnet hat mit dem runden Tisch. 2 Monate später war der Weg frei für die erste nicht-kommunistische Regierung. Heute regiert in Polen die rechtskonservative PiS-Partei allein. PiS steht für Recht und Gerechtigkeit. Sie agitiert gegen 2 Schlüsselinstitutionen des freiheitlichen Rechtsstaates, das Verfassungsgericht und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Gesellschaft ist extrem polarisiert, die Stimmung ist aufgeheizt. Schlimmer Höhepunkt war wahrscheinlich die tödliche Messerattacke auf den Danziger Bürgermeister Paweł Adamowicz im Jänner. Sie selbst sagten im vergangenen Jahr, dass in Polen Staatsverdrossenheit weit verbreitet sei, da die Enttäuschung im Volk über den Neubeginn nach 1989 tief sitze. Worin besteht denn diese Enttäuschung? Ist die polnische Demokratie nur 30 Jahre, nachdem sie erkämpft wurde, schon wieder in Gefahr oder ist das eine Art Post-Transformationskrise, die wir da jetzt erleben? Also 2 Korrekturen. Gestern erschien ein Gespräch mit mir im Standard und ich war im Kontakt mit der Kollegin, ihrer Korrespondentin und wir haben gesagt, schon wieder ist die PiS als nationalkonservative beschrieben worden. Die PiS war eine konservative Partei vor 10, 15 Jahren. Wir sollten jedes europäische Land heute in seiner Dynamik analysieren. Die PiS ist keine konservative Partei, denn sehr prominente Konservative wenden sich gegen die PiS. Die PiS ist eine populistische Partei, denn sie versucht, die Grundlagen dieser Demokratie, vor allem Gewaltenteilung, zu zerstören. Und sehr viele Konservative, auch gläubige Traditionalisten, sehen darin eine Gefahr für nicht nur für den Wohlstand, für den Frieden. Die PiS ist eine populistische. Paweł Adamowicz war ein Konservativer. Konservativ heißt ja heute nicht, verschlossen zu sein gegenüber den neuen Herausforderungen. Ich freue mich sehr über die Stimme von Frau Kisch. Ich glaube,
Herr Buzek hat gesagt, 89, das war die Gründung eines neuen Europas. Ich glaube, wir haben vergessen, wie Europa 89 aussah. Auf der Westseite war es noch das Europa vor der Europäischen Union, vor dem Maastrichter Vertrag, vor dem Euro. Das war noch in einer, ich sag mal, Frühphase der Integration. Ich kann mich erinnern, wie nach 89 auch im Westen die Grenzen fielen. Die Bundesrepublik ist heute im Westen und im Osten, nicht nur im Osten, ganz anderer, neuer Staat. Und in Polen, ich habe das nicht so gesagt. Ich habe gesagt, wir erleben in Polen eine neue Biedermeierzeit. Und ich habe das positiv begründet. Die Menschen sind ermüdet von den historischen Umwälzungen. Also eine durchschnittliche polnische Familie hat in den letzten 70, 80 Jahren nur Umwälzungen, Zwangsmigrationen, Enteignungen überlebt. Und die Transformation ist eine enorme Leistung, ja nicht von Staaten, von einzelnen Menschen. Lech Wałęsa, der vergessene Architekt dieses neuen Europas, ein einfacher Elektriker mit aber einem hochintelligenten Humor, der hat gesagt, also eigentlich wussten wir 89 nicht, in welche Richtung es geht. Wir kannten die Stärken und Schwächen des Kommunismus. Und mit dem Kommunismus ist das so, der ist so zerstörerisch, der hat Demokratie, freie Marktwirtschaft so zerstört, als würden sie ein Aquarium aufwärmen und daraus eine Fischsuppe machen. Aber jetzt aus dem Kommunismus eine freie Marktwirtschaft und Demokratie zu machen, ist wie aus der Fischsuppe ein Aquarium. Es ist fast unmöglich. Und er hat recht, nach 30 Jahren leben wir in Ungarn, in Polen, in relativen Wohlstandsgesellschaften. Natürlich gibt es neue Ängste um diesen neuen Wohlstand, natürlich gibt es Egoismen, natürlich gibt es einen Biedermeier, die Leute wollen endlich den Fernseher, das Internet ausschalten, sich ihren Kindern widmen, ihrer Freizeit widmen. Und das führte dazu, dass sie vor 3 Jahren die Mehrheit verschlafen hat, dass eine Partei, die sich als konservativ gab, gar nicht konservativ sein sollte, sondern den Pluralismus abschaffen sollte. Und jetzt sind wir in einer Krise, vergleichbar übrigens mit den USA oder Großbritannien, nämlich die PiS repräsentiert 6 Millionen von 30 Millionen Wählern, sie repräsentiert 1/5 und nimmt für sich in Anspruch wie Donald Trump oder die Parteien im britischen Abgeordnetenhaus die absolute Mehrheit der Bevölkerung zu repräsentieren. Sie hat die absolute Mehrheit, denn das polnische Wahlsystem in der Angst um die Schwäche der Demokratie beeinflusst, stärkt jeden Wahlsieger. Und die vielen linken Parteien, zersplittert, kamen nicht rein, die Stimmen, diese Mehrheiten der Linken, der Opposition bekamen die PiS. Und jetzt haben wir eine Zeit einer hohen Polarisierung, weil die Zivilgesellschaft aufgewacht ist, weil die Menschen merken, das sind keine Konservativen. Das ist auch nicht die alte PiS. Die wollen ihre Chance nutzen. Sie wollen auch Europa zerstören. Nur die Menschen sind daran gewöhnt, dass Konflikte parlamentarisch ausgetragen werden. Das ist eine enorme Spannung in der Luft. In Polen sind das Europawahlen, Parlamentswahlen im Herbst, im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen. Und die Frage ist, gehen die Menschen an die Wahlen, nutzen sie die Demokratie als Form des Ausdrucks und wird es zu einem friedlichen Machtwechsel kommen. Aber was ich sagen wollte, wenn wir über Europa sprechen, sollten wir über das gesamte Europa sprechen. Darüber, ob wir alle diese Lektionen, diese Veränderung von Portugal bis Finnland verstanden haben. Ich wehre mich dagegen, es gibt eine neue Mode zu sagen, dass das Übel kommt aus den postkommunistischen Staaten. Das sind ja keine richtigen Demokratien. Herfried Münkler, unser Kollege aus Berlin, sitzt angenehm im Ostteil der Stadt an der HU, hat vor kurzem in der Neuen Züricher erzählt, ja, dieses Europa funktioniert nur nach dem römischen Modell von 57, also nur als kleines. Und dann frage ich mich, weiß er, dass Deutschland damals geteilt war? Er sitzt ja im Osten Berlins. Will er das alte Westdeutschland ohne Berlin, ohne die DDR? Also es ist von allen, von Intellektuellen, von intelligenten Leuten, gebildeten Leuten, so viel zur Zeit an Feindbildern im Umlauf. Herr Orban und Herr Kaczynski freuen sich über diese anti-osteuropäischen Feindbilder, denn sie legitimieren ihre Macht.
Und ich glaube, wir sind heute dazu da, um zu zeigen, dass wir alle im selben Boot sitzen, dass wir möglicherweise eine einheitliche politische Kultur haben und dass wir alle ähnliche populistische Feinde des Pluralismus haben in all unseren Ländern. Einer, der dieses... Einer, der dieses größere Europa immer schon im Blick hatte, nämlich auch als es noch geteilt war, war Herr Buzek. Sie waren damals einer der wenigen westeuropäischen Politiker, die nicht nur ihre kommunistischen Amtskollegen besuchten, sondern sie hatten intensive Kontakte zu Oppositionsgruppen. Das waren zum Teil christliche Organisationen, das war die Solidarność in Polen, das war in der CSSR die Bürgerrechtsbewegung Charta 77. Sie haben 2017 in einem Gastkommentar im Standard geschrieben, es liegt an meinem Alter, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass der eiserne Vorhang bewirkt hat, dass wir so gut wie kein Gefühl mehr für unsere Nachbarn hatten. Wie sieht es denn heute mit diesem Gefühl für unsere Nachbarn aus? Hat sich da eine neue, alte Fremdheit dazwischen geschoben? Oder ist Europa, der Osten mit dem Westen, zusammengewachsen? Immerhin steht auf der Homepage der Europäischen Union, nach dem Beitritt von insgesamt 10 neuen Staaten im Jahr 2004 sowie Bulgarien und Rumänien im Jahr 2007, können die politischen Gräben zwischen Ost und West als überwunden betrachtet werden. Ja, also Papier oder Internet ist geduldig, nehmen Sie den Text nicht allzu ernst. Eine kleine Bemerkung möchte ich machen. Ich habe nicht kommunistische Vertreter besucht, nicht nur. Also ich habe da eine Trennlinie gezogen, was ein bisschen so gegen die österreichische Philosophie ist, man muss mit alle gut sein oder so irgendwas und die begrüßen, wer weiß, da können wir Geschäft machen, eine der Mentalitäten, die hier existiert. Was wir wirklich unterlassen haben, und da kritisiere ich die Politikergeneration, der ich angehöre, unter Einschluss von mir selber, wir haben uns eigentlich nicht den Kopf zerbrochen, wie dieses Europa nach der Wiedererfindung durch den Fall des Eisernen Vorhangs wirklich ausschauen sollte. Da gab es keine wie immer gearteten Vorstellungen. Vielleicht, wenn Sie mir gestatten, ein bisschen auch die kritische Bemerkung, uns hat die deutsche Wiedervereinigung unendlich beeindruckt. Die war sozusagen das Hauptthema. Und wir haben zum Beispiel etwas Wichtiges versäumt, ob es sehr klug war, blitzartig nachher die NATO auszuweiten und an alle möglichen Grenzen von Russland zu setzen, weiß ich nicht. Da bin ich heute sehr kritisch dazu und wir haben uns einige Schwierigkeiten damit eingehandelt und eigentlich kein Problem damit gelöst. Wir sind an das neue Europa mit alten politischen Kategorien herangegangen. Das ist heute streckenweise auch noch der Fall. Es ist hier von der Liquidation der zwei Ceausescus erzählt worden. Ja, da muss man aber dazu sagen, die Liquidation der beiden Ceausescus wurde durchgeführt von ihrem eigenen System. Die Kommunisten in Rumänien haben die erschossen, um weiter an der Macht zu bleiben, was ihnen ja auch größtenteils gelungen ist die längste Zeit. Das sind alles Dinge, die nicht so richtig verstanden wurden. Sondern ein bisschen war, und ich bin jetzt etwas salopp und sage, naja, wir haben halt gesagt, jetzt haben sie eine Demokratie, sollen sie es gescheit machen und wenn sie ein bisschen mehr arbeiten, dann wird es schon gut gehen. Dass hier eine Geschichte in tiefen Wirkungen in diesen Ländern sichtbar war, sich ausgewirkt haben, ist nie richtig begriffen worden. Das ist auch heute noch der Fall, das ist eine der wesentlichen Missverständnisse, die hier existieren, die sozusagen schließlich die Möglichkeit nimmt, darauf einzugehen. Es gibt eigentlich nach wie vor, ich kritisiere das besonders als Österreicher infolge, wir haben jetzt da 100 Jahre, 1918 Ende und so weiter, wir sollten weitaus mehr Empathie für unsere Nachbarn haben, um zu begreifen, was in Wirklichkeit dort los ist und was die Wurzeln dafür sind. Das ist dringend notwendig, die fehlt uns in einem hohen Ausmaß. Und es ist eigentlich nur relativ primitiv, dass wir nur in die Richtung gehen, naja, wirtschaftlich, ja, sozial, das wird sich schon irgendwie nebenbei und wenn sie brav arbeiten, wird sich das schon lösen und so weiter. Das ist mit Sicherheit viel zu wenig. Wir haben sozusagen die geistigen Vorgänge, die damit verbunden sind, nicht so richtig bearbeitet. Es war mehr Interesse, sage ich, für Wien, etwa Literatur, die aus dem sogenannten Osten kam, als es heute der Fall ist. Das ist ganz eigenartig. Wir haben uns da irgendwo innerlich abgenabelt, obwohl wir heute alle Möglichkeiten haben, das entsprechend zu registrieren. Václav Havel ist gefeiert worden, in Abwesenheit
von anderen Autoren, die eher Kommunisten gewesen sind, die haben sich dann bejubeln lassen für das Heldentum von Václav Havel hier. Ich kann mich an die Szenen im Burgtheater und an der Akademie immer nur erinnern, die hier existiert haben. Das ist eine ganz eigenartige Sache. Ich glaube, in der Frage müssen wir weiter selbstkritischer sein, wie wir mit unseren eigenen Möglichkeiten umgegangen sind. Und Sie haben auch jetzt, das muss man kritisch sagen, auch permanent angesichts der 30 Jahre und der 100 Jahre und so weiter, permanent den Blick zurück. Damit ist nichts zu lösen. Diese gegenwärtige Nabelbeschau der Geschichte ist völlig unpassend. Es ist dringend notwendig, dass wir die Perspektiven in die Zukunft haben, denn wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir ein Europa gestalten können, sondern wie kommt dieses Europa mit der Frage der Globalisierung zurecht? Ich erlebe viele Veranstaltungen, ich kugel immer noch herum als Wanderprediger, da wird mir immer gesagt von einigen, ja, wir müssen beschließen, dass die Globalisierung nicht stattfindet. Das ist strahlende Dummheit, nur kann man das denen, die das sagen, nicht so ohne weiteres sagen, jedenfalls wenn sie nicht sofort Pfiffe ernten wollen. In Wahrheit ist die Definition von Europa im heutigen Zustand eine entscheidende Frage. 7% der Weltbevölkerung, noch 20% oder 22% der wirtschaftlichen Leistungskraft. Wir konsumieren 50% der Wohltaten, die es hier überhaupt gibt. Und das ist natürlich in Wirklichkeit kein Konzept. Das hat nichts irgendwie mit Sozialträumerei zu tun, sondern es ist die Frage der Zukunft von Europa. Und die Zukunft von Europa ist nur möglich mit Ost und West. Wobei ich auch noch eine Bemerkung machen, doch ich lade Sie herzlich ein, fragen Sie sich vielleicht selber und auch andere, was ist Europa, kriegt man als prompte Antwort die EU. Dass es da wesentliche Teile noch gibt, die auch zu Europa gehören und die eine Aufgabe für uns da sind, das findet irgendwo nicht statt. Und wir werden mit dem gar nicht fertig. Das ist nicht nur die Russlandfrage, sondern hier ist schon genannt worden, Moldawien, Ukraine und so weiter. Das sind wirklich die entscheidenden Fragen. Auch da gibt es in die Richtung keine Empathie. Das Einzige, was halt stattfindet, ja, da kommen die Leute her, die bei uns die Leute umbringen oder so irgendwas oder stöhnen und ähnliches mehr. Das ist die Betrachtung der Kriminalstatistik in Österreich. Das ist eine ganz große Problematik. Die Hintergründe für diese Entwicklungen werden viel zu wenig aufgezeigt und da bin ich einmal sehr kritisch zu, ich habe die Kühnheit, mich als Intellektuellen zu bezeichnen, zu uns Intellektuellen, dass wir das viel zu wenig darstellen als eine Herausforderung. Da müsste zweifellos mehr geschehen, aber nicht nur ständig Rückblick. Ich meine, es gibt bei uns immer mehr Berichte noch über Meierling und die Kaiserin Sisi als über die eigentlichen Aufgabenstellungen in die Zukunft. Respekt vor der Geschichte ist wunderschön, passt herrlich in entsprechende Marischka-Filme. Aber bitte, die Zukunft liegt bitte woanders, nämlich vor uns. Mindestens so schwierig wie das Zusammenwachsen von Ländern oder Verbünden wie der Europäischen Union ist eine Trennung. Dass es auch friedlich gehen kann, haben wir im Beispiel der Tschechoslowakei gesehen. Nicht nur, dass dort die sogenannte Samtene Revolution die Wende einigermaßen gewaltfrei eingeleitet hat, gelang dort etwas, wenn wir zum Beispiel nach Jugoslawien schauen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, nämlich 1993 wurden aus einem Staat zwei souveräne Staaten, Tschechien und die Slowakei. Herr Hagedorn, wie lässt sich denn vor diesem Hintergrund die Frage nach dem, was von 1989 geblieben ist, beantworten? Ja, Frau Limmervoll, Sie haben das, hört man mich? Ja. Sie haben das erwähnt, dass gerade vor dem Hintergrund und im Vergleich mit Jugoslawien, der zeitgleich ein blutiger Zerfallskrieg stattgefunden hat, hatte die damalige Tschechoslowakei das Glück, einen sogenannten Gedankenstrichkrieg führen zu dürfen. Glücklich, wer einen Gedankenstrichkrieg führen darf, das ist sogar der offizielle Terminus für diese Auseinandersetzung, die es im Land gab. Also gemeint ist damit das Land Česko-Slovensko, das also in einem Wort geschrieben wurde, wurde dann geteilt in Česko-Slovensko mit großem S. Darüber gab es erbitterte Debatten. Und wichtig ist, glaube ich, als Hintergrund zu sagen, wir haben jetzt machen jetzt Erfahrungen mit Referenden, gute und weniger gute. Hätte man damals in der Tschechoslowakei ein Referendum gemacht, ich glaube, eine überwältigende Mehrheit wäre für den Zusammenhalt des Landes gewesen. In Tschechien ohnehin, vielleicht sogar in der Slowakei. Vielleicht sogar in der Slowakei. Es ist schwierig, das im Nachhinein wirklich zu belegen, aber die Stimmung, glaube ich, wäre so gewesen.
Es gab diesen Vorschlag mit dem Bindestrich, Gedankenstrich. Unter anderem auch Havel hat das unterstützt. Aber dann geht es natürlich um die Interpretation dieses orthografischen kleinen Zeichens. Die Slowaken haben gesagt, das ist ein Bindestrich. Dann kamen aber einige Tschechen auf die Idee zu sagen, aber das könnte doch auch ein Trennstrich sein. Ist das nicht vielleicht eigentlich ein Trennstrich? Und das ist ein bisschen eine absurde Debatte, die wir wirklich gefunden haben. Es gab sogar einen Hungerstreik für Bindestrich oder Trennstrich. Aber glücklich, wie gesagt, wer das auf diese Weise miteinander verhandeln darf. Und wir wissen, dass die Scheidung am Ende glücklich verlaufen ist. Das ist ein sehr positives Signal gewesen, glaube ich. Für Havel war das natürlich eine höchst unglückliche Botschaft. Er wollte eingehen als derjenige in die Geschichte, der diesen von Masaryk gegründeten Staat, diesem Staat einen neuen Neustart gibt und ihn sozusagen fit macht für das nächste Jahrhundert, das nächste Jahrtausend. Und er hätte natürlich gerne den staatlichen Zusammenhang halt bewahrt. Er musste diese Niederlage dann akzeptieren. Und ich glaube, rückblickend, wenn wir das heute anschauen, ist es eine höchst glückliche Entwicklung gewesen. Die beiden Länder haben großartige Beziehungen, es gibt keinerlei Probleme. Und rückblickend würde ich sogar sagen, es war eine Entwicklung hin zu einer europäischen Einigung. Es war eine absolut positive Entwicklung, dieses so ein gewisses Konfliktpotenzial, das da war, aus dem Weg zu räumen. Die slowakische Politik hat darauf gedrängt. Berühmt geworden ist diese schöne Forderung, die sich aus der slowakischen Politik erhob, die Slowaken müssten Stolička a Hviezdička in Europa haben, das heißt, sie brauchen ein Stühlchen und ein Sternchen in Europa. Die Slowaken wollen ihr eigenes Stühlchen und Sternchen. Das haben sie bekommen und ich glaube, aufs Ganze betrachtet war es eine gelungene und glückliche Entwicklung, insbesondere im Vergleich mit Jugoslawien und anderen Staaten. Wenn ich noch das eine sagen darf, weil ich gerade dabei bin, weil ich finde, es war so wichtig, was Basil Kerski gesagt hat und auch Noemi Kisch, wir sind uns ganz einig, das ist schade, dass wir uns so einig sind, man muss vielleicht mehr streiten, aber wenn man sich mal einig ist, ich finde, es ist wichtig zu sagen, ich weiß nicht, was Hertha Müller, worauf sich ihre Diagnose gründet, ich sehe, erlebe eine andere Realität, vor allen Dingen wirtschaftlich. Tschechien zum Beispiel hat die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa. Das ist eine großartige Entwicklung, auch kulturell in vielen Bereichen. Und ich bin es auch leid, immer dieses, das hat Basil Kerski, glaube ich, auch so wollen, dieses Osteuropa-Bashing. Das ist nicht gut und das ist vor allen Dingen am Ende kontraproduktiv und es führt zu Solidarisierungseffekten in den Ländern und es führt dazu, dass die Regime, die in der Tat zu kritisieren sind, gestärkt werden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das begreift und dass man auch aus dieser Falle herauskommt. Frau Kisch, Ungarn hat die Schotten sehr buchstäblich dicht gemacht mit einem langen Stacheldrahtzaun an der Grenze. Das Flüchtlingsthema ist noch immer zentral. Viktor Orban hat erst am Montag bei seiner Rede zur Lage der Nation vor einer Mischbevölkerung gewarnt und die Devise ausgegeben, wir wollen ungarische Babys. Dafür soll auch viel Geld ausgegeben werden von Zuschüssen für mindestens 7-sitzige Autos. Mütter mit mindestens 4 Kindern sollen bis an ihr Lebensende von der Einkommensteuer befreit werden. Bis 2022 soll für jedes Kindergartenkind ein Kindergartenplatz geschaffen werden. Das heißt, die Frauen werden da auch ganz speziell in die Pflicht genommen, die noch da sind, muss man sagen. Denn sie haben auf eine oft vergessene Dimension hingewiesen. Sie haben einmal gesagt, heute wandern Frauen und Frauenkörper von Osten nach Westen. Kinder ohne Mütter, das ist heute Osteuropa, Ukraine, Moldawien, Albanien. Die meisten Familien erziehen ihre Kinder unter dem Motto, geh weg von hier, geh ins Ausland, flieh. Wenn es so ist, gibt es keine Zukunft für Europa. Was braucht es also, damit dieses Europa, damit diese Kinder, damit ihre Mütter, ihre Familien eine Zukunft haben? Ja, es ist genau das, worüber wir bisher gesprochen haben, also erstmal Kapitalismus natürlich, also Orban braucht Arbeitskräfte, das ist und ganz spezielle, also das ist, es geht darum, dass deutsche Wirtschaft auch sehr präsent ist, also wir haben BMW, Mercedes, Bosch und alles Mögliche und wir haben wenig Arbeitskräfte und diese Multis, die angekommen sind statt Freiheit, sie müssen auch gefüttert werden durch Arbeitskräfte. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es geht wieder nicht um die wirklichen Probleme, weil die wirklichen Probleme sind auch weibliche, also Probleme von Frauen. Im ungarischen Parlament sitzen
glaube ich, kaum Frauen. Und die sind auch meistens Frauen, die ohne eigene feministische Politik da sind. Also wir haben keine Frauenpolitik, wir haben nur eine sehr konservative Frauenpolitik, die Sie jetzt auch zitiert haben. Und in Wirklichkeit sieht es so aus, dass es gab eine sehr interessante soziologische Untersuchung dieses Jahr von Friedrich Ebert Stiftung. In kleinen ungarischen Städten wurden Frauen gefragt, welche Prioritäten sie haben im Leben. Und es ist natürlich eine Soziologie der unsichtbaren Arbeit. Also was ist unsichtbare Arbeit, was die Frauen leisten? Also Kindererziehung, Alterspflege und Küche, Kinder und weiß ich nicht. Kirche. Ja, Kirche. Aber Kirche hat heute viel Einfluss, aber sehr wenige Gläubige. Und so ist es. Und was die Frauen geantwortet haben, war für mich auch sehr selbst überrascht, aber auch nicht so sehr wahrscheinlich wie für die Regierung. Also sie haben auch gesagt, ja, wir haben ganz alltägliche Probleme. Unsere Männer arbeiten 12 Stunden am Tag. Auch wenn wir Feministinnen sind, sind die Männer nicht da. Also wir müssen alles alleine schaffen, meistens ein oder zwei Kinder. Also Familien mit 4 Kindern sind sehr wenig in Ungarn. Und man muss sich jetzt auch vorstellen, wenn eine Frau 4 Kinder hat, wie geht man wieder zurück in den Arbeitsplatz? Und dieser neue Gesetz sagt sogar, dass man vor den 4 Kindern 3 Jahre gearbeitet werden muss, natürlich damit nicht die ärmsten Leute diese Unterstützungen und Subventionen bekommen. Das ist sehr schlau ausgedacht. Es ist ganz wenige Frauen werden diese Autos kaufen und diese Steuerermäßigung in Kauf nehmen, weil sie müssen unter 40 sein, also mit den 4 Kindern. Also das heißt, sie haben, so ist dieser Gesetz. Also das heißt, sie müssen 15 Jahre hat eine Frau zu vier Kinder Arbeitsplatz und alles zusammen. Und wo die Männer im ganzen Tag arbeiten, weil wer ernährt diese Kinder? Wahrscheinlich die Männer, die in der multinationalen deutsche Firmen arbeiten. Ja, aber das ist jetzt wirklich nicht zum Lachen, weil es ist wieder diese Kluft, diese Entfernung zwischen Politik und wirkliches Leben. Also das ist diese sogenannte Nicht-Zuhören, keine Frau in der Politik, Frau ist ein Problem in der Politik, aber wie lösen wir dieses Problem der Frau? Und das andere, wenn ich nach Deutschland fahre oder nach Österreich, mit diesem Railjet-Zug, also Wien, Salzburg, München, ich treffe immer wieder ganz viele ältere Frauen, die auch Enkelkinder haben, zu Hause oder anderswo, und sie arbeiten im Pflegeheim in Deutschland. Also sie pflegen alte, veraltete Westeuropäer, so genau wie die polnische Frauen, meine Familie hat auch in Österreich aus Polen eine Frau gehabt oder aus ehemaliger Jugoslawien, Serbien, Kroatien. Diese Länder stehen heute dafür da, dass die sehr lange lebende, wohlhabende Westeuropäer auch in Not sind und gepflegt werden müssen. Und darüber müssen wir auch diskutieren. Und das andere Ecke, also radikale Ecke, ist natürlich Sexarbeit und Sexworking, was eigentlich nicht existieren sollte, weil keine Frau will in Sexworking arbeiten. Also Sexarbeit ist keine normale Arbeit. Und sind auch sehr viele Frauen betroffen aus der Ukraine, aus Ostungarn. Also nicht 2 oder 3, sondern mehrere Tausende, wenn nicht Zehntausende. Die Schweiz ist die größte Aufnehmer von ungarischen Sexarbeitern, weil sie haben ein Erlaubnis. Und selbst in Zürich gibt es 400 Bordelle, wo mehrere Tausende osteuropäische Frauen arbeiten. Also, und sie pendeln zwischen Zürich und Budapest, Nyíregyháza, also Ostungarn. Ich rede auch darüber, weil ich darüber geschrieben habe für eine Schweizer Zeitung und ich habe das lange recherchiert und ich war selber sehr überrascht. Also wie hinterwältig, wie unsichtbar eigentlich diese Gesellschaft ist und wie wenig unsere Politik sich damit kümmert und darum kümmert. Und Frau als Mutter und Automat für Kinder, also ich bin auch sehr, sehr kinderlieb und ich möchte auch ständig über Kinder diskutieren und Erziehungspolitik und Kindergarten und Kitas, aber es ist eine hochkomplexe Sache und die Frauen sind dort betroffen. Und wenn solche Regierungs-
Gesetz kommt, das sollte man eigentlich besser vielleicht vorbereiten und die Frauen auch in Diskussionen mit hineinnehmen, was bei uns in Ungarn sehr selten passiert, ja. Leider. Apropos Sichtbarkeit bzw. Unsichtbarkeit. Eine Besonderheit der tschechoslowakischen Situation war ja, dass sie maßgeblich von Dissidentinnen und Dissidenten, von Bürgerrechtsgruppen, von Intellektuellen getragen wurde. Was wurde denn aus den tschechischen Intellektuellen, den Dissidentinnen und Dissidenten? Spielen die heute noch eine Rolle in den gesellschaftspolitischen Debatten, wenn es um Europa geht, die Krise der liberalen Demokratie, Migration? Das ist jetzt ganz schöner Sprung vom vorherigen Thema. Aber wir sprechen ja über 89 und das ist in der Tat, ich glaube, die Dissidenten verdienen ein paar Worte. Also in der gegenwärtigen Politik, glaube ich, sind die Dissidenten, natürlich sind sie präsent. Es gibt einzelne Personen, die eine Rolle spielen. Das mag auch unterschiedlich sein in den verschiedenen Ländern Osteuropas. Allerdings gab es, und ich spreche jetzt besonders über die Tschechoslowakei, gab es natürlich eine unglückliche Entwicklung nach 89. Der berühmteste Dissident stand an der Spitze des Staates. Aber die Dissidenten waren natürlich auch eine Gruppe, die durch den Druck von außen zusammengehalten wurden. Und was oft übersehen wurde, die hatten natürlich große Differenzen, die dann auch ausgebrochen sind. Und insgesamt ist die Beteiligung der Dissidenten an der heutigen Politik, glaube ich, eher gering. Auf der symbolischen Ebene ist viel von dieser Zeit immer noch erhalten. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wir haben auch über positive Ansätze gesprochen, die Basil Kerski auch stark gemacht hat. Ich möchte zum Beispiel erinnern an die Demonstrationen im letzten Jahr, in beiden Ländern übrigens interessanterweise, über die ich jetzt spreche, in Tschechien und in der Slowakei, ist dieses Symbol des Klingelns mit den Schlüsseln zurückgekommen. Also Politiker geht nach Hause. Und das waren keine kleinen Demonstrationen, das sind bemerkenswerte Demonstrationen, also in Tschechien gegen die Ernennung von Politikern in der Regierung, in der Slowakei unter anderem auch im Zusammenhang mit der Ermordung des Investigativjournalisten Jan Kuciak gab es heftige Proteste und diese Symbolik, glaube ich, ist nach wie vor sehr, sehr präsent und da sehen wir, dass Geschichte um 89 noch eine Rolle spielt. Wenn ich noch ein Wort, das eine sind die Dissidenten nach 89, wenn ich noch einen Satz sagen darf zu den Dissidenten vor 89, ich glaube, man muss das wirklich an einem Tag wie heute auch würdigen, welche unglaubliche Rolle sie gespielt haben. Und es war eine verschwindend geringe Minderheit. Warum, fragt man sich oft, warum waren das so wenige? Deshalb, weil es eine Lebensentscheidung war. Wenn man sich entschlossen hat, da hinzugehen, dann ist man auf die andere Seite gewechselt. Und dann war es das Ende mit einem normalen Leben. Das war nicht nur für das eigene Leben, sondern für die gesamte Familie, Studienverbote und so weiter, alles was dran ist. Das Leben hat sich komplett verändert und das war keine kleine Entscheidung. Und ich finde, umso mehr Respekt verdient auch die Entscheidung von Leuten, die das damals gemacht haben und die in gewisser Weise auch die Ereignisse von 89 vorbereitet haben. Wie auch immer man die beurteilt, die Amerikaner werden sagen, das war ein Power Game, das diese Veränderung herbeigeführt hat. Ich glaube, dass da ein ganz wesentlicher Teil auch in den Ländern vorbereitet wurde und das war die Rolle der Dissidenten und die kann man würdigen und Frauen waren übrigens auch dabei. Das Schlusswort möchte ich gern dem heiteren Optimisten auf der Bühne geben, Radek Knapp. Wir haben die Frage, was bleibt von 1989, auch als Verlustanzeige verhandelt. Holen Sie uns doch noch einmal das Große, das Gute, das Schöne von diesem Jahr der Wunder, wie es der Historiker Timothy Garton Ash genannt hat, was davon geblieben ist, als hoffnungsvollen Humus für die nächsten 30 Jahre. Da werden wir nicht mehr leben. Ja, das ist, also ich kriege wirklich die schwierigsten Fragen hier. Also, es ist, also vielleicht, ja, ich sag mal etwas. Zum Beispiel, es gibt auch die berühmte Frage, ich übersetze das jetzt in meine Sprache, die berühmte Frage, wann fühlt man sich am besten als, ja, als Individuum? Also vielleicht dann, wenn man eine Heimat hat. Und Heimat ist, also ich kriege zum Beispiel eine, ich bin ja zu sowas für einen Heimatexperten, also diejenigen, die Heimat verloren haben, so wie ich, recht früh, sind offenbar zu befähigt zu erklären, was Heimat ist. Und man fragt mich oft eben, was Heimat ist und ich frage, da gibt es zwei Antworten, eine weniger seriöse und eine seriöse. Die weniger seriöse lautet, das ist der Ort,
wo meine Waschmaschine steht, ist nicht weniger, aber trotzdem ernst zu nehmen. Der zweite Ort, also die zweite Antwort wäre, Heimat ist ein Geisteszustand, der durch bestimmte Dinge ausgelöst wird. Nicht? In der Kindheit wird das durch unsere Umgebung, Eltern und so weiter. Und dann nehmen wir wahr als Heimat. Wenn ich aber diese Heimat verloren habe, musste ich mir eine neue Heimat suchen. Und dazu gehörte immer dieses Zweiteilen, ich hatte nie mehr das Privileg oder auch die Einschränkung, etwas in eine Richtung zu sehen. Ich musste immer zwei Perspektiven einnehmen, die von außen des Flüchtlings oder des Inländers. 200 Meter von hier habe ich mit 22 die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, also im Rathaus drüben. Das ist auch ein horizont erweiternder Moment gewesen für mein Heimatgefühl, denn als ich dann rausging aus der Zeremonie, die ziemlich obskur war eigentlich, und dann sagt der Mann an der Pforte, also der Pförtner, also der sagt dann noch, hat's wehgetan? Und ich habe gesagt, ich habe gesagt, das ist sehr österreichisch. Ja, das ist ja. Ich dachte, das wäre sehr deutsch. Bei mir ging es so in Deutschland. Ja, ja, so. Der Beamte schämte sich, mir die deutsche Staatsbürgerschaft zu übergeben. Nein, ach so, ja. Und sagte, ja, Sie müssen sich jetzt nicht als Deutsche fühlen. Das ist Hier kriegt man die Staatsbürgerschaft, die wird sehr gern verlieren, weil du kriegst dann immer zwei Briefe, eine Einladung zum Musical Cats und die zweite kriegst du dann als zum Bundesheer. Ich war dann österreichisch. Und ich war also... Und dann hat der Pförtner noch etwas sehr Weises gesagt. Er sagte, wissen Sie, ich beneide Sie, weil wir Österreicher, wir kriegen ja die Staatsbürgerschaft gleich bei der Geburt. Da kriegt man ja nichts mit. Und Sie haben es bei vollem Bewusstsein gekriegt. Und dafür beneide ich Sie. Ohne Betäubung. Genau, dafür beneide ich Sie. Und der hat recht gehabt. Ja. Es gibt einen schönen Applaus. An dieser Stelle machen wir einen Punkt. Ich möchte den Gästen auf dem Podium ganz herzlich danken für das Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Kommen und fürs Zuhören. Für alle, die nicht dabei sein konnten, wird diese Debatte auf W24 zum Nachsehen sein und auf Ö1 zum Nachhören. Die Termine finden Sie im Internet. Am 24. März gibt es wieder Europa im Diskurs. Dann steht eine britische Tragödie auf unserem Spielplan, leider nicht von Shakespeare, sondern zeitgenössisch. Der Titel lautet Brexit, Deal or No Deal, wie geht es mit Großbritannien und der EU weiter? Für heute ziehen wir symbolisch den Vorhang hier im Burgtheater zu und ich hoffe, dass Sie nicht mit dem Gefühl eines viel zitierten Satzes aus Bert Brechts Stück Der gute Mensch von Sesuan nach Hause gehen. Da heißt es im Epilog ja, wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Wir haben hoffentlich ein paar Fragen beantwortet und Brechts Zitat aus diesem Stück, in dem drei Götter beweisen wollen, dass es auf der Erde auch gute Menschen gibt, dass aber einen offenen Schluss hat, geht ja noch weiter und zwar so. Soll es ein anderer Mensch sein oder eine andere Welt? Vielleicht nur andere Götter oder keine? Sie selber dächten auf der Stelle nach, auf welche Weise dem guten Menschen man zu einem guten Ende helfen kann. Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss. Es muss ein guter da sein. Muss, muss, muss. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen guten Sonntag. Auf Wiedersehen.